Gute, liebe Shisha-Freunde. Wir sind wieder Tobi und Marc von den Shishanigans. Und wir haben heute, ich glaube, das erste Kopf-Review. Stimmt. Ja. Für euch. Wird in Zukunft definitiv noch einiges kommen an Köpfen. Ja. Ja. Auch wenn die Sammlung mittlerweile unfassbar groß ist bei uns. Viel zu groß. Aber heute haben wir zwei ganz besondere Köpfe. Und zwar geht es bei der Preisspanne fast ganz nach oben. Also ich kenne wenig Köpfe, die teurer sind. Ja, irgendwelche Special Editions vielleicht, aber sonst. Ja, und zwar kurz und knapp, wir haben einmal den Stonehooker als Fastball. Mhm. Und bei mir ist es der Mason Helix 2 im Amalfi-Cutaway. Wenn mich nicht alles täuscht. Amalfi, glaube ich. Amalfi. Wie die Amalfi-Küste, meine ich. Genau, genau. In so einem Blau. Und bei dir ist es so ein Braun-Grün, würde ich sagen. Genau. Ja, also bei dem, der Colorway heißt Oak. Ja, also wie die Eiche. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Fuchs. Und er hebt sich ein bisschen ab von den anderen Stonehooker Fastballs vom Designer, weil er halt wirklich einen breiteren Stamm hat. Stamm ist jetzt das richtige Wort. Nein, du lachst wegen dem Baum. Ja, ja. Und es ist tatsächlich, also dieses ganze Muster hier sieht so aus wie so ein Baumstamm. Gibt es aber auch quasi relativ gerade. Dann ist es halt eben ein anderer normaler Colorway in Anführungszeichen. Ja, ich würde sagen, ihr seht jetzt erstmal ein paar Close-ups zu den Köpfen. Und dann gehen wir nochmal ein bisschen auf die Köpfe drauf ein. Und dann natürlich auch, wie die rauchen und lohnt sich der Preis. Genau. Große Frage. Close-up habt ihr gesehen, ein paar Detailaufnahmen von den Köpfen, wie die Maße so sind. Dann würde ich gerade mal mit dem Mason anfangen, mit dem Helix 2. Liste schwankt da zwischen, ich sag mal, 115, 130 Euro, je nachdem, wo ihr ihn bekommt. Und wenn ihr ihn direkt beim Mason bestellt, da kostet er, ich glaube, 80 Euro, da kommen dann auch noch 20 Euro drauf. Da sind wir so bei 100, 110. Weil die kommen aus der USA. Muss genau. Man dazu. Ist, beides sind Steinköpfe. sind beide super verarbeitet. Also da kannst du, da findest du nichts, keine Macken, kein gar nichts. Ich finde den Colorway von dem Mason relativ sexy, weil er einfach diesen Küsten-Vibe hat, weil er so blau, habt ihr ja in den Close-Ups gesehen, so blau mit ein bisschen weiß drin. Depot sind wir hier bei knapp 12 Gramm, wenn es mich nicht täuscht, 11 bis 13, sowas um den Dreh. Ja, bis 16 irgendwie so. Ich glaube, je nachdem, wie groß ihr natürlich, wie hoch ihr ihn baut, auf Noppen oder auf Vollkontakt. Und ja, ist sehr sparend, muss ich sagen. Wenn du dir mal überlegst, normale Köpfe verbrauchen was? 20 bis 22 Gramm. Ja, ja. Und ja, für das kommende Gesetz praktisch, wenn du weniger verbrauchst. Ja. Sag doch mal kurz was zu deinem. Ergänzen vielleicht noch. Ja. Wenn ihr den in Deutschland haben wollt, auf der deutschen Seite irgendwo bestellt, egal ob es jetzt bei den Jungs von Fumari ist, bei Onel, was auch immer, ihr kriegt in Deutschland nur diesen Colorway. Ja. Es gibt keinen anderen Colorway in Deutschland. Wir zeigen bald euch nochmal ein bisschen exklusiveres Mason-Video, wo wir auf verschiedene Mason-Köpfe eingehen, die wir in unserer Sammlung haben. Auf der einen oder anderen Pfeife war er auch schon drauf. Mhm. Der Tobi hat nämlich hier noch einen roten. Den könnt ihr aber offiziell in Deutschland nicht kaufen. Ja, den gibt es nur als Import. Nämlich diese 130 Euro, macht diesen Move und stellen die wieder hin. Ja, und gehe rüber zu meinem 90-Euro-Kopf. Und zwar dem Stonehooker Fastball. Ja, wie gesagt, also der Kopf kostet 9,95 bei fast allen gängigen Seiten. Mhm. Es gibt in der Regel drei verschiedene Versionen. Einmal den Stonehooker Fastball, wie wir ihn jetzt haben. Dann gibt es den Magnum. Der ist ein bisschen anders von der Lippe hier, die er hat. Und hat hier drinnen in der Mitte nochmal so 3, 4 oder 5, 6 Löcher hier drumherum für den Durchzug. Finde ich aber nicht so cool, weil dann die Molasse in den Kopf drauf ist. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann gibt es noch den Stonefit. Der ist noch größer, hat noch ein größeres Depot. Wir sprechen hier ungefähr von circa 20 Gramm, ja, je nach Bauweise.
Bei dem anderen, da versenkt ihr wirklich mehr als ein 25-Gramm-Päckchen für. Ich habe so einen auch noch zu Hause. Ja, das vielleicht ist schon zeigen wir euch den auch nochmal in einem anderen Review. Aber ja, macht nicht ganz so viel Sinn. Ansonsten, wie der Tobi schon gesagt hat, die Verarbeitung ist Bombe. Was bei dem Stonehooker noch dazu kommt, ist, ihr habt auf der Unterseite noch eine Nummerierung, ja, also die wievielte Nummer von diesem Kopf das ist, also macht das Ganze nochmal so ein bisschen, ja, ihr kriegt das Gefühl, dass ihr halt wirklich einen besonderen Kopf habt, in dem Fall die Nummer 885, kann ich zwar nichts mit anfangen, aber ist eine coole Nummer. Ja, super. Ja, ansonsten würde ich sagen, kommen wir zum Fitment. Genau. Ja, ich fange jetzt einfach mal an, zwar, ich glaube, mit dem gängigsten HMD, dem Cloud 1 Plus. Ja. Und wenn wir den draufsetzen, das ist schon Bombe. Das ist, also dieses Gefühl allein, ja, es ist wie dafür gemacht. Ja. Ich meine, gut, der Cloud kommt aus der USA, der Stonehooker kommt aus der USA, weiß ich nicht, vielleicht sitzen da ein paar die ganze Zeit, den ganzen Tag. Passt nicht. Ja, und verdienen sich da eine goldene Nase. Aber wenn das so ist, Respekt, geilen Job gemacht, weil das Ding hält. Ja, also das ist schon mal der absolute Wahnsinn. Das ist jetzt echt Bombe drauf. Dann würde ich dir jetzt gerade mal den Cloud klauen. Danke. Und würde mal schauen, wie es denn hier mit dem Helix 2 aussieht. Beim Helix müssen wir beachten, der Stonehooker ist vom, ich sag mal, Umfang her ein bisschen größer. Da bist du ein bisschen freier von den HMDs, die du draufsetzt. Bei dem Helix, der ist ein bisschen schmäler. Da siehst du auch schon, er sitzt nicht so gut drauf. Es rutscht etwas. Aber es passt. Also ihr könnt damit rauchen. Ihr werdet auch sehen, oh, ich halte es mal in die Mitte, machen wir mal so. Ihr werdet sehen, der schließt gut ab und die Löcher im HMD, die unteren Löcher, die sind noch frei. Also ihr könnt damit rauchen. Aber es passt nicht so gut wie beim Stonehooker. Das muss man schon sagen. Das war der Cutout. Dann als nächstes der Nagrani. Auch ein, ich sag mal, mittlerweile ein gängiger HMD. Passt sehr gut drauf. Dadurch, dass der Helix natürlich ein bisschen schmäler ist, habt ihr auch das Problem, dass der hier so minimal noch rutscht, aber der passt schon echt sehr gut drauf. Ja. Können wir gerade mal beim Stonehooker vergleichen. Und die Amis und die Russen, wir wissen ja alle, die mögen sich richtig gern, aber trotzdem passt es wie eine Eins. Ja. Also der Kopf ist von dem Fitment her wirklich der absolute Wahnsinn. Also hier, ich brauche gar nicht auf die Löcher etc. eingehen, ja, das Ding passt einfach. Da ist genug Platz. Ja, und wir haben jetzt noch mal was Neues, also einen neuen HMD für euch, wo wir auch mal gucken, was der so kann, ja. Und zwar den Onmo. Und auch der passt. Beim Onmo muss man dazu sagen, der hat hier an der Seite auch eine kleine Lippe. Da ist, ich würde sagen, so ein Millimeter Spiel zu beiden Seiten. Ja, also das merkt ihr quasi, wenn ihr hier so leicht nach links und rechts geht. Ja, so ganz, ganz, ganz minimal. Aber allerdings. Das passt. Der passt trotzdem Bombe drauf. Ja. Da muss man nach wie vor sagen. Würde ich sagen, machen wir gerade beim Helix weiter. Auch hier sitzt er gut drauf. Auch wieder das gleiche Thema. Er hat keine Kante, er hat keine Lippe, er ist ein bisschen schmäler. Da müsst ihr mit dem HMD ein bisschen aufpassen. Also es kann schon sein, dass der da ein bisschen rumrutscht. Da würde ich auch sagen, der Nagrani und der Cloud sowie der Onmo, die passen alle super drauf. Wie sexy ist das bitte mit dem goldenen Cloud? Sieht schon echt Oder gut aus. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir rauchen jetzt gleich mal diese guten Dinger. Und ich bin nochmal gespannt, das habe ich nämlich eben gerade gar nicht erwähnt. Wir haben hier noch so ein paar Rillen drin beim Stonehooker. Und diese Rillen sollen dafür sorgen, dass der Tabak einen optimaleren Durchzug unter dem Tabak hat, dass sich da quasi wie so ein paar Lücken bilden und dadurch der Geschmack noch ein bisschen intensiver sein soll. Ob das Testen jetzt Gelaber ist oder ob es vielleicht wirklich irgendwas ausmacht, sehen wir gleich. Wir zeigen euch den Kopfbau und danach geht's rum. Köpfe sind gebaut, Pfeifen sind am Start. Beim Tobi die Maglaut Ikla auf Anubis und bei mir die M. Rosenfeld. Hat die eigentlich einen bestimmten Namen oder M. Rosenfeld Wolf? Wolfskopf. Also Wolfskopf. Der Tobi hat mich gerade schon ganz doof angeguckt, ja, weil wir haben oftmals
nicht so ein Skript, machen es ein bisschen frei raus. Eigentlich warum, immer. Eigentlich immer. Ja. Warum mein Kopf noch nicht auf der Pfeife ist. Und zwar gibt es eine Sache, die bei diesem Kopf für 90 Euro echt für ein A ist. Ja. Und zwar, bei vielen Pfeifen habt ihr das Problem, der Kopf geht nicht drauf. Der Kopf geht nicht drauf, weil das hier unten viel zu groß ist. Ja, wenn ihr hier so eine Kopfdichtung habt, ihr könnt die komplett versenken. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ihr könnt die komplett versenken und dann guckt die unten ungefähr noch so ein Stück raus. Also ziemlich doof. Wir gucken jetzt mal, wie es bei der M. Rosenfeld ist. Ansonsten habe ich nämlich hier die zwei Dichtungen und ihr seht schon direkt, wie weit das Ding hier drüber geht. Aber wir haben bei der M. Rosenfeld Glück. Wir haben da ein relativ gutes Polster. Also es ist einer der wenigen Pfeifen, bei der es klappt. Ich kann euch nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung bei der Stimulation Prime Pro X funktioniert es zum Beispiel nicht. Bei der Ion Edition 4 funktioniert es auch nicht. Da knallt der Kopf nämlich an den Kohleteller und ihr kriegt die Pfeife somit nicht dicht. Abhilfe, herzlichen Glückwunsch, hilft da nur eine zweite Dichtung, die ihr über die andere Dichtung stülpt. Das heißt, ihr habt zwei Dichtungen übereinander und dann passt der Kopf, weil das Volumen einfach dann ein bisschen erhöht wird. Wo ich einstechen muss, einstechen, gibt es das Wort? Wo ich einhaken muss? Einhaken, einhaken. Bei der Eagle of Anubis, beziehungsweise bei allen McLeods, ist einfach der Kopfadapter relativ breit. Also bei den McLeods hast du einfach den Vorteil, du kannst große Kopfe gut draufbauen, wo du es hier siehst, dass der bei der McLeod zum Beispiel sitzt der Helix viel, viel weiter oben als bei, bei den anderen Modellen. So, da sind wir wieder. Die Köpfe sind jetzt relativ an, würde ich sagen. Und ja, nehmen wir mal die ersten Züge, gucken mal, wie die so performen und ja. Genau, ich würde sagen, während der Tobi den ersten Zug nimmt, nur kurz schon mal, dass wir Steinköpfe haben, weil die relativ massiv sind, finde ich persönlich, dauert das Anrauchen immer ein bisschen länger, als bei so einem gewöhnlichen Tonkopf, wie ihr das von einem Oblaco kennt. Also nicht wundern, wenn ihr zu Beginn da erstmal 5, 6, 7, 8, 9, 10 mal richtig kräftig ziehen müsst mit drei Kohlen, bis da die Hitze kommt. Ja, es dauert halt einfach ein bisschen länger. Stein hält allerdings ein bisschen länger die Hitze. Ja, das heißt also später hinaus habt ihr ein bisschen mehr davon. Und gerade die zwei sind halt eben so zwei Paradebeispiele, was das betrifft. Ja, aber läuft gut, performt gut. Ich muss sagen, ich rauche gern auf Noppen bis Vollkontakt mit dem Helix. Es macht Spaß, auch mit dem Callout oben drauf. Es passt einfach. Ich finde einfach, das ist wirklich so mein Go-To. Wenn ich einen Kopf nur noch haben müsste, wäre das entweder der Helix oder eventuell noch der Gravel von Mason. Das sind so meine Vorzeigeköpfe quasi. Wie sieht's bei dir aus? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe diesen Kopf vom Rauchen. Ja, ich muss sagen, der Durchzug ist top. Der Geschmack, den in diesem Kopf entwickelt wird, ist top. Ja. Ja, mit dem Callout absolut Weltklasse, ja, muss man sagen. Für eine Shisha-Sammlung auf jeden Fall zu empfehlen. Mhm. Ich rauche wirklich sehr gern und auch mittlerweile sehr oft mit diesem Kopf, ja, weil ich sag mal, irgendwo muss man sagen, so ein Preis muss sich lohnen. Genau. Wenn du den nur einmal benutzen würdest, wäre es rausgeschmissen. Genau. Ja, im Endeffekt so ein Fazit, was man ziehen muss, finde ich. Der Kopf kostet 90, sagen wir hier, gehen wir mal von 120 aus. Ja. Haben wir hier nochmal eine Differenz von 30 Euro. Das ist korrekt. Für 30 Euro kriegt ihr noch einen Oblaco. Ihr könnt euch drei Oblacos kaufen für den Preis von dem. Vier Oblacos für den Preis von dem. Ich nehme jetzt den Oblaco als Paradebeispiel, weil ich glaube, jeder, der ein bisschen Shisha raucht, der vielleicht so den Kanal verfolgt, hat mindestens ein Oblaco zu Hause. Ja. Und ein Oblaco, muss man ganz ehrlich sagen, tut die Sache auch. Genau. Ein Oblaco fängt halt irgendwann das Bluten an, der eine oder andere kennt es vielleicht. Ja, ich finde es ziemlich zum Kotzen, muss ich sagen, auch wenn man es halt einfach dann, sag ich mal, danach abwischt, alles cool. Passiert hier definitiv nicht. Ja. Also wie gesagt, hier sind jetzt schon so viele Köpfe durchgegangen bei beiden. Ja. Also wie gesagt, auch den Mason rauche ich ganz gern mal, da blutet nichts. Ja. Ich persönlich finde noch, was beim Mason persönlich sehr geil ist, ist halt einfach das kleinere Tabakdepot. Ihr könnt trotzdem wirklich genauso lange rauchen wie mit jedem normalen herkömmlichen Kopf. Ja. Ja, weil er halt auch die Hitze lange hält. Ich wollte gerade sagen, im Hinblick auf die neue Tabakregel 25 ist Gramm, ist schon echt gut. Ob sich das in meinen Augen lohnt, dann einfach den Kopf zu nehmen, weil er ein kleineres Depot hat und so viel Geld auszugeben, ist mal dahingestellt, ja. Aber
Unser Fazit zu den beiden Köpfen: sind beide geil. Jeder hat so seinen Vor- und Nachteil. Der ist ein bisschen teurer, dafür kleineres Tabakvolumen. Der ist ein bisschen günstiger, dafür passt er vielleicht nicht auf jede Pfeife direkt drauf. Muss man ein bisschen rumspielen. Aber am Ende ist es Geschmackssache. Wollt ihr einen kleinen Kopf, der einfach, ich sag mal, ein bisschen heraussticht, weil er mal ein anderes Format hat? Oder wollt ihr einen Kopf, der einfach ultra universal ist, um mit jedem HMD zu benutzen? Ja. Dann nehmt ihr lieber den. Ist ja aber euch überlassen. Genau. Euch überlassen, ja. Kaufempfehlung an der Stelle bedingt, ja, aus dem Grund, weil ich finde jetzt, auch meine persönliche Meinung, die Herren von Stonehooker und Mason mögen gnädig mit uns sein, so geil wie diese Köpfe finden. Ein Mehrwert ist halt in meinen Augen nur bedingt. Ich meine, sie sehen cool aus, sie, ja, sind halt vor allem was komplett Besonderes, Eigenständiges vom Design her. Ja. Aber es ist halt einfach so, dass man wirklich fairerweise sagen muss, der Preis ist schon eine Ansage und ich glaube, für jeden normalen 0815 Shisha-Raucher, der das ein, zwei Mal vielleicht in der Woche, ein, zwei Mal im Monat macht, was auch immer, lohnt nicht. Brauch's nicht unbedingt. Nee. Für eine Sammlung gehören die zwei auf jeden Fall dazu. Also da, ja, kann ich auch keine Abstriche machen. Ich, nein, bin froh, beide zu haben. Wir dürfen nicht vergessen, der Kopf kostet 90 Euro, die Pfeife auch. Ja. Abschließend würde ich noch sagen, wir lassen uns die Pfeifen jetzt schmecken und wünschen euch noch guten Rauch. Liken, abonnieren, kommentieren, wie immer nicht vergessen. Ihr wisst, ich drohe euch immer mit dem Mundstück. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau, also, wenn ihr hauen.